Vielleicht unter den 20 Minuten zu bleiben, dass wir nach der sechsten PowerPoint wirklich Zeit haben, nochmal mehr Fragen auch anzusprechen. Vielleicht die Klarstellung, also ich war von der Afrika-Programmabteilung 3 Jahre beurlaubt in die Politikabteilung, um mich auf Klimawandel und Ernährungssicherheit zu fokussieren und bin jetzt seit August wieder zurück und bin Länderreferent für Malawi und Sambia. Was wollen wir heute die nächsten Minuten zusammen besprechen? Hier schlägt nochmal wieder die Fokussierung zu, der letzte Strich, Spiegelstrich fehlt, aber ganz kurz ein paar Folien zur Wasserkrise werde ich Ihnen zeigen aus dem UN-Dokumenten, ein paar Worte zum Klimawandel, da kann ich aber sehr schnell durchgehen, weil da haben wir ja die letzten 1,5 Tage schon einiges gehört, Trinkwasser, Sanitärversorgung kurz anreißen. Und dann eben unter anderem das Klimatool, was wir mit Schweizern zusammen entwickelt haben, ansprechen. Ganz kurz und knapp Projektbeispiele erwähnen von der DKH-Katastrophenhilfe, unserer Schwester, dem Logo Rot für die Welt macht langfristige Entwicklungszusammenarbeit, DKH-Nothilfe und die Übergänge. Dann eben auch die politische Arbeit, die Advocacy-Inlandsarbeit, um dann einfach nochmal abzuschließen, und das ist jetzt unten leider nicht sichtbar, Wege zu Wasser- und Klimagerechtigkeit. Hier aus dem UN-Wasser Development Report haben wir eine Karte, wo also Wasserstress aufgezeigt wird. Wir haben beide Bereiche, die wenig Probleme haben. Es gibt insgesamt auf dem Globus sehr viel Wasser, es ist natürlich in unterschiedlichsten Formen vorhanden, aber es gibt weite Bereiche und wir beschäftigen uns ja heute jetzt eben mit dem südlichen Afrika und da gibt es eben also enorme Probleme, die vor allem als der sogenannte ökonomische Wasserstressor sind. Da es würde auch tendenziell genug Wasser da sein, aber es ist ungerecht und ungleich verteilt. Spreche ich zu schnell? Was sind die Ursachen für diese Wasserkrise? Wir haben zum Teil einen ganz ungesunden Wasserverbrauch. Unser Lebensstil hier, aber eben auch in vielen Bereichen, auch im südlichen Afrika, wenn man so Gauteng anschaut, Pretoria, der Lebensstil von der Mittel- und Oberklasse, da wird unheimlich viel Wasser auch verschwendet. Es gibt da durchaus auch die eingeforderte Produktion, wo sehr viel Wasser im Bergbau und sonst wie nicht richtig nachhaltig verwendet wird. Beim menschlichen Konsum gibt es auch ganz unterschiedliche Zugänglichkeiten einfach. Ne? Wenn wir im ländlichen Bereich uns bewegen, das berühmte Beispiel der Frauen, die eben kilometerweit gehen müssen, um dann oft nicht sauberes Wasser zu haben. Da gibt es sehr eindrückliche Zahlen, die sind den meisten bekannt, die muss ich jetzt hier auch nicht wieder referieren. Es ist auch angesprochen worden, die Bewässerung in der Landwirtschaft findet häufig in einem Stil statt, der auch das vorhandene Wasser nicht sinnvoll verwendet. Drip Irrigation ist angesprochen worden, es gibt eine ganze Reihe von Technologien, die eben mit einem viel geringeren Wassereinsatz bedeutend bessere Erfolge erzielen könnten. Verschmutzung, Industriebergbau habe ich erwähnt, fehlende Abwasserentsorgung ist, denke ich, würde da schon mal den Gender-Aspekt mit reinnehmen, dass eben insbesondere für Mädchen, für Frauen, das ein unheimliches Problem ist, wenn sie eben keine Toiletten zur Verfügung haben und also da werden dann einfach auch nochmal ganz andere soziale Dimensionen, wir sind zu Vergewaltigungen, alles Mögliche, was wir versuchen als Brot für die Welt immer auch holistisch zu sehen und eben also das sehen wir, weil wir es von Menschen aus dem Süden berichtet bekommen. Wir arbeiten nach dem Antragsprinzip, es ist also nicht jetzt meine Person, meine Kollegen, die sich was ausdenken, sondern Partner von uns, kirchliche Organisationen, aber auch vielfach NGOs kommen auf uns zu, mit ihrer Analyse und dann besprechen wir gemeinsam, welche Projekte gefördert werden. Verteilungsprobleme, die ökonomischen Machtverhältnisse sind beschränken wir uns auf die SADC-Region, in sehr vielen Ländern ganz unterschiedlich gelagert. Wir haben viele Diskussionen um Mugabe und die Fast-Track-Landreform zum Beispiel, aber ich habe da im östlichen Hochland
bisher immer noch eines der vorzeigbarsten Permakulturprojekte gesehen, wo seit 20 Jahren Watershed-Management gemacht wird, wo also ökonomische Macht nochmal ganz anders angegangen wird. Und das wäre dann auch, würde den Rahmen sprengen, das hier, aber wäre eine interessante Sache, das nochmal genauer anzuschauen. Politische Konflikte hängen damit eng zusammen. Ganz kurz, knapp, Klimawandel haben wir vom PIC gehört, haben wir aus verschiedenen Sachen nochmal gehört. Es ist einfach auch in meiner Wahrnehmung und so wie ich das eben, ich habe 3 Jahre lang die Klimaverhandlungen begleitet, indem, also unser Anliegen war es, indigene Partner von Brot für die Welt sprechfähig zu machen, dass sie eben entweder Teil ihrer nationalen Verhandlungsdelegation wurden oder eben zumindest die auch zur Rede stellen konnten, damit, also jetzt Malawi ist so ein Beispiel, wo, oder Lesotho, ganz massiv Druck von den Vereinigten Staaten auch ausgeübt wurde, um entsprechende Abstimmungen in dem UN-Verhandlungsprozess, dem UNFCCC-Prozess, nicht unbedingt für die Interessen der jeweiligen nationalen Interessen voranzubringen. Und da hat, glaube ich, unsere Arbeit jetzt in der Kompromiss der in Durban, wo es erstmalig eine Koalition der Willigen gab, also wo LDCs, einige afrikanische Staaten, die EOSIS-Countries und Europa vorangegangen sind, um diese Durban-Plattform, die ADP, die jetzt eben auch in den Verhandlungen über Lima nach Paris zu einem ambitionierten Abkommen sollte, dass die Leute damit reingekommen sind und dass die hinter den Türen ganz wichtige Informationen weitergegeben haben. Aber wie bei Wirkungen oft, das ist dann wirklich die Attribution, das zuzuordnen, da müssen wir, denke ich, bescheiden sein, aber wir können sagen, wir haben versucht, uns bemüht. Die Sachen sind benannt worden, das ist eben also die Niederschlagsmengen in der Eingangsfrage auch mal. Es sind, wenn man da einfach auch wieder konkrete Situationen uns anschauen, dass in Lesotho beispielsweise wir im Hochland einfach mehr und mehr unheimliche Erosionsvorgänge haben, die in ganz dynamischer Art nochmal jetzt zutage treten als noch vor wenigen Jahrzehnten davor. Das sind dann auch wieder wissenschaftlich nur sehr, wie hat es gestern genannt, Herr Lotze-Kampen, anekdotisch, aber für unsere Partner ist das alles andere als anekdotisch. Deren zentrale Lebensinhalte, ihre Häuser werden davon geschwemmt. Deshalb, es ist eben, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, sondern ich bestehe halt in der praktischen Kommunikation mit den Partnern. Ich fahre 1-2 Mal im Jahr dahin und was ich da erlebe, da sind die Veränderungen eben wirklich, die finden statt. Es ist vieles auch anderen Dingen geschuldet. Es sind natürliche Wettergeschehnisse. Deshalb der Klimawandel kommt in meiner Wahrnehmung einfach obendrauf. Und beim Wasser, es ist ja für uns ohne. Heute Morgen schon habe ich einen langen Weg hier ins Untergeschoss für ein Glas Wasser nehmen müssen. Das ist, habe ich einen kurzen Beitrag hier verfasst, einen Teil. Ne? Aber Menschen in den Ländern des globalen Südens, die haben entweder gar nicht die Chance, an ein klares Glas Wasser zu kommen oder müssen viel, viel weitere Wege gehen. Deshalb wir müssen uns, denke ich, immer, was ich damit sagen will, ist, wir leiden hier auf einem unheimlich hohen Niveau manchmal auch und versuchen aber uns auch wiederum in die Situation hineinzuversetzen, wie die konkrete Situation von einer, sagen wir mal, alleinerziehenden Mutter mit ihren 5 Kindern ist. Der Wasserstress ist angeklungen. Die Ernteausfälle, die dadurch zustande kommen, bringt Ernährungsunsicherheiten. Von 8 Monaten ist der Getreidespeicher voll. Wir haben unheimlich viele Nachernteverluste und damit können viele Leute nur einmal am Tag eine warme Mahlzeit zu sich nehmen. Es gibt die Überflutungen. Insgesamt die Extremereignisse nehmen zu, wie ich genannt. Und hier sitzt eben das schon erwähnte Klimatool an, wo wir, Herr Wölke hat es auch von der GIZ berichtet, die diese Umwelt- und Klimaprüfung auch verbindlich eingeführt haben. Aber ein sehr umfängliches, sehr großes, sehr technokratisches Tool,
dass, ja, wenn man es böse ketzerisch sagt, insbesondere auch eben in der Beraterbranche wieder neue Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Wir haben versucht, die Kollegin aus der Schweiz von Brot für alle, die hat bei der GITZ, damals noch GTZ, dieses Tool mitentwickelt und hat sich dann ja, auch von der Komplexität etwas und der Anwendbarkeit und dem Verständnis für die Umsetzung in eben ländlichen Gemeinden bei einer NGO beworben und da eben in einem Zusammenschluss von Schweizern und deutschen NGOs ist das entstanden. Ich weiß, die Welthungerhilfe hat auch ein Tool mit Finanzierung von staatlichen Mitteln entwickelt. Da gibt es eine ganze Bandbreite, die sind auch alle sehr ähnlich. Der Vorteil von diesem Tool ist, dass es eben unseren Partnerorganisationen damit ein Instrument an die Hand gegeben wird, wo sie in einem Workshop, in einem einwöchigen Workshop, die Bevölkerung in den Mittelpunkt stellen und dann auch eigentlich mit nicht unbedingt neuen Methoden, sondern das ist auch in der PIA-Toolbox, Transact-Walks, Karten, mit den Menschen erarbeiten, was sind die Veränderungen, was sind ihre Potenziale, welche Risiken gehen sie ein und wo sehen sie Anpassungsmöglichkeiten und wo möglicherweise auch Winderungsmöglichkeiten oder bis hin eben auch zu Lobbyaktivitäten, wenn nationale Pläne, wie jetzt in Sambia haben wir gehört, gibt es eine, denke ich, vorzeigbare Gesetzgebung, aber wie wird die in den Distrikten, in den Kommunen umgesetzt? Da sind wir noch ganz weit weg und wenn da kleinteilig in Orten dran gearbeitet wird, dazu soll dieses Tool mit weiterhelfen. Die Sanitärversorgung, ich habe es kurz angesprochen, es ist ja eine Freude, wenn wir hier unsere Wasserspülung haben. Es ist für viele Menschen einfach ja, weiterhin, insbesondere, wir haben Bildung, haben wir heute schon sehr oft gesprochen, die nächste Generation, die nachwachsende Generation. Sehr viele Schulen im südlichen Afrika mit dem großen Bevölkerungswachstum verfügen nicht über ausreichend gute Latrinen, über Sanitäranlagen. Da sitzt zum Beispiel eben der Partner Lutheran Development Service in Zimbabwe mit Spendengeldern von der Diakonie Katastrophenhilfe oder auch staatlichen Geldern an entsprechende Brunnen zu bauen, Wasserkomitees aufzubauen, die zu schulen, dass die Ownership, dass da also nicht ein deutscher Techniker, Berater unter ist, sondern die Leute sind haben die Ownership, haben die ja, Handlungshoheit und dadurch eben auch die Verantwortung, die Sachen instand zu halten und langfristig zu nutzen. Und dann eben der Gedanke, das weiterzuentwickeln, zu vernetzen mit Gemüsegärten und Bewässerungskanälen, dann natürlich nicht mit dem Latrinenwasser, sondern mit Regenwasser, das genutzt wurde, den Lebensstandard, Bildungsstandard, Gesundheitsstandard zu erhöhen. Die MDGs wurden auch schon in den letzten Stunden gestern mehrmals erwähnt. Da spielt Wasser auch eine ganz zentrale Rolle in dem 1er und 7er Ziel. Ich denke, das ist auch Theorie, müssen wir jetzt nicht weiter eingehen. Es ist hier eine Karte, inwiefern also das erreicht wird, also jetzt mit dem Trinkwasser. Und das ist natürlich, wenn man den afrikanischen Kontinent anschaut, wenn man das südliche Afrika anschaut, wir haben zwei Säulen. Das hellblaue zeigt den Zustand in 2006. Oder, muss nur kurz schauen, Moment. Die Sachen sind, nachher habe ich auch noch die Quelle, da sind Vergleich. 1990 gibt die Prozentzahl an des Zugangs der Leute, die 1990 keinen Zugang zu der entsprechenden klaren, sauberen Trinkwasser hatten. Ich könnte es von hier die Prozentzahl für das Subsahara-Afrika nicht genau erkennen, aber es ist, denke ich, über 50 und 2006 waren es 42%. Das Ziel, das auf 25% abzusenken bis 2015, ist man in der Ecke leider sehr weit entfernt.
Bei der Sanitärversorgung sieht es leider in Subsahara-Afrika nicht besser aus. 74% 1990 ohne entsprechenden Zugang, in 2006 65 oder 69%. Es ist sicherlich daran weitergearbeitet worden. Wir haben jetzt keine aktuelleren Zahlen, habe ich nicht gefunden. Aber von den 25% sind sehr weit entfernt. Hier, denke ich, werden wir nachher zu dem Recht auf Wasser, zu Recht auf Nahrung, zum ganzen Menschenrechtsansatz vom Kollegen noch mehr hören. Meine Kollegin, die eigentlich ursprünglich hier an dieser Stelle hätte stehen sollen, die Caroline Kalenius, die sich unter anderem hier im ökumenischen Wassernetzwerk engagiert. Das ist eine Initiative von Kirchen und christlichen Organisationen weltweit, die, also da, wir arbeiten zwar nach dem Antragsprinzip, aber es gibt durchaus Problemfelder, wo wir dann eigeninitiativ werden. Seit 2000 haben wir das Mandat von Brot für die Welt eben dahin erweitert, dass wir eben mit den Spendengeldern, die wir bekommen, nicht nur Projekte im globalen Süden und Osten fördern, sondern auch hier im Inland, das ist vorher auch schon, aber das ist nochmal ausgebaut worden, eben die Verantwortung in der einen Welt auch nochmal verstärkt wahrnehmen. Dass wir eben solche Netzwerke aufbauen und in global, aber eben auch in Deutschland versuchen, darauf zu sensibilisieren und uns dafür einsetzen mit entsprechender Lobbyarbeit und politischen Petitionen, und aus dem Grund unter anderem auch der Umzug von Brot für die Welt und EED aus Bonn bzw. Stuttgart nach Berlin, um näher an der Regierung zu sein, wo Kollegen eben also sehr oft mit Partnern in parlamentarische Ausschüsse geladen werden und eine relativ gute Chance haben, auch zumindest die deutsche Gesetzgebung mit in ihren allen Unwägbarkeiten versuchen zu beeinflussen, sage ich mal vorsichtig. Landwirtschaft hat man auch schon mal vieles benannt, es kommt nachher auch nochmal ein Landwirtschaftsblock, aber da eben sehr viel Wasser im Landwirtschaftsbereich genutzt wird, wollte ich das auch zumindest kurz erwähnen, habe ich auch schon gesagt, da ich nur noch 2 Minuten habe, gehe auch zügig weiter. Ganz kurz nur den Namen benennen. In Malawi haben wir einen auch sehr engagierten Projektpartner, Card Malawi, der mit kleinbäuerlichen Familien arbeitet und entsprechende Bewässerungssysteme in 3 Distrikten aufbaut, wo Rohrleitungen und Ableitungen gebaut werden, und das eben immer in einem Sinn von einem ganzheitlichen, integrierten ländlichen Entwicklungsprojekt angehen, wo eben auch Fragen von Gender, von HIV/AIDS mit bearbeitet werden. Um dann zum Abschluss zu kommen, wir hier in Deutschland, in Europa, wir haben sehr vieles, einfach auch das Wasser, das im globalen Süden fehlt, das ist auf unserer Speisekarte, das sogenannte virtuelle Wasser. Und wenn wir da jetzt mal auf die dicksten Wassertropfen schauen, das für 1 Kilo Rindfleisch werden knapp 17.000 Liter Wasser verbraucht. Das ist eine gewaltige Menge. Und deshalb denke ich, ist, wenn wir von Klimagerechtigkeit sprechen, wenn wir von Wassergerechtigkeit sprechen, dann muss jeder Einzelne in meinen Augen ins Handeln kommen, muss überlegen, wo er mit anderen unterwegs sein kann. Und eine Idee ist der sogenannte ökumenische Pilgerweg zur Weltklimakonferenz in 2015. Die Konferenz wird ja in Paris stattfinden, kurz vor Weihnachten. Und das ist insbesondere die entwicklungspolitische Klimaplattform der Kirchen und Entwicklungswerke mit einer Vorreiterrolle von der Nordkirche, in den Planungen schon sehr weit vorangeschritten, dass also von September, Mitte September bis Anfang Dezember, wenn die Konferenz dann losgeht, in 12 Wochenetappen sogenannte Schmerzpunkte und auch Positivbeispiele, sagen wir, der Energiewende benannt werden, um einfach die Verantwortung jedes Einzelnen hier im Norden, sein persönliches Kohlenstoffkonto zu beschauen, und dass wir hier diese Dringlichkeit nochmal einfach auf eine ganz andere Stelle bringen, ganz bewusst eben auch mit dem Pilgerwegsgedanken, um hier den
spirituellen, weit über das christliche Glauben hinausgehen. Es soll eine interreligiöse Veranstaltung auch werden, aber mit globaler Dimension das aufnehmen. Das, denke ich, war meine vorletzte Folie. Dank an meine Kollegin. Ich habe viele Folien übernommen von den Caroline und anderen. Hier sind noch ein paar Quellen und ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.